Jo Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Heute zerstören wir in nur 5 Minuten den Rücken. Und ihr braucht dazu absolut gar nichts außer Motivation. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Haut rein und viel Spaß. Und ihr wisst, Freunde, ich verlinke euch wieder alle anderen 5 Minuten Workouts unten in der Videobeschreibung. Und weil mich einige von euch gefragt haben, ob 5 Minuten Workouts überhaupt was bringen, weil wir gehen ja über 10 Wiederholungen, also wir verlassen den Hypertrophiebereich, der zwischen 5 und 10 Wiederholungen liegt, und gehen in den Kraftausdauerbereich. Und ich beantworte euch genau diese Frage in dem Video Gym vs. Home Workouts. Was ist besser? Beziehungsweise wo baut man schneller Muskulatur auf? Und auch dieses Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, unbedingt auschecken. Aber um dir noch kurz die Frage zu beantworten, ja, sie bringen was. 5 Minuten Workouts bringen genau so viel. Aber genug gelabert, jetzt kommen wir schon direkt zum Start, denn ich bin schon wieder wirklich motiviert, hier den Rücken zu zerstören. Dann seid euch bewusst, das wird eine richtige Rückenzerstörung. Wir zerstören den gesamten Rücken, also den unteren Rücken, den oberen, aber auch den Latissimus zerstören wir richtig. Gut, ich will eigentlich gar nicht immer länger labern, sondern direkt mit der Klo starten. Haut rein, let's go! So, gut Freunde, ich erkläre euch schnell die erste Übung, nämlich Bend Over Row. Dafür gehen wir einfach, ja, wir geben die Handflächen nach vorne, beugen uns einfach nach vorne und geben jetzt die Ellbogen nach hinten und gehen so nach oben. So sieht die Übung aus. Wichtig hierbei ist wieder, die Schulterblätter hinten zusammenzugeben. Also ihr kennt euch aus. Aber für die unter euch, die noch neu sind auf dem Channel, einfach die Schulterblätter hochgeben, zurückgeben und einfach wieder nach unten geben. So haben wir hinten die Schulterblätter fixiert und arbeiten wirklich nur aus dem Latissimus bzw. Rücken in diesem Fall. Gut, wir starten jetzt nur 3, 2, 1. Gebt die Brust raus und die Schulterblätter eben hinten zusammen und gebt den Arsch nach hinten und arbeitet jetzt nur wirklich aus dem Rücken, also versucht die Hanteln wirklich nur aus der Rückenmuskulatur, also speziell aus dem Latissimus, hochzuziehen. So alive, make it last forever, stop in time. So, das hat die Handwerke nach hinten, beugen, gehen mit dem Arsch nach hinten, beugen uns nach vorne und machen einen Deadlift. Also wir gehen wieder hoch, gehen wieder nach unten und wieder hoch. Seitlich sieht die Übung so aus, Arsch nach hinten, der Rücken bleibt gerade und wieder hochgehen. Und wichtig beim Hochgehen, nicht überstrecken, sondern einfach nur gerade stehen, Schulterblätter hinten immer noch zusammengeben, die bleiben hinten zusammen und so arbeiten. Dabei trainieren wir vor allem die untere Rückenmuskulatur. Die Handeln bleiben einfach ganz bei den Beinen. Gut, und nächste Übung, Rebacks. Also, wir kicken jetzt nach hinten, schräg nach hinten. Wichtig ist, dass wir uns nach vorne beugen und die Arme fast ganz durchstrecken, aber eben nicht ganz, aber fast. Auch hier wichtig, die Schulterblätter bleiben hinten zusammen und wir arbeiten wirklich nur mit dem Latissimus. Woo! Gleich haben wir es geschafft und die nächste Übung wird aber nicht leichter, Freunde, aber nicht aufgeben, denn wir haben dann schon die vorletzte Übung und jetzt geht jetzt los. Also wir geben jetzt die Handflächen nach vorne und geben die Handeln weit auseinander und kicken jetzt zurück. Also wirklich nur wieder eine Übung für den Latissimus. Und wenn ihr nicht mehr könnt,
einfach kurz auslockern, vielleicht die Handeln kurz ablegen, aber danach direkt wieder. Handflächen nach vorn, Schulterblätter hinten zusammen und zurückkicken. Noch 30 Sekunden, kurz auslockern, wichtig, schaut auf die Technik, wenn ihr nicht mehr könnt, dann einfach eine Pause einlegen und nicht eine falsche Ausführung haben, Freunde. Gebt die Handeln nach oben. Das ist wieder eine Dehnungsübung für den Latissimus. Und damit wir den Latissimus besser dehnen können, einfach den Kopf etwas heben, aber danach in der Position bleiben, um Verletzungen vorzubeugen. Und wir gehen mit den Handeln eben langsam nach unten. Explosionsartig nach oben. Und das ist die letzte Übung. Dabei zerstören wir nochmal richtig hart den Latissimus, Freunde, nicht aufgeben. Weiter kämpfen. Das war's jetzt, Freunde. Also, ein wirklich heftiges Workout. Wir haben den gesamten Rücken dabei gut abgedeckt und trainiert. Wenn euch das Workout gefallen hat, dann sprengt unbedingt den Like-Button. Am besten jetzt. Und schreibt jetzt in die Kommentarbox, wie hart ihr das Workout fandet. Also, auf einer Skala von 1 bis 10, wie krass feiert ihr dieses Workout? Das würde mich interessieren und natürlich auch die Community. Und damit ihr keine neuen Workouts mehr verpasst, einfach hier die Abo-Glocke aktivieren und so verpasst du eben keine neuen Workouts mehr. Und das war's auch schon wieder, Freunde. Ich verabschiede mich. Macht es gut, good gains. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.